Ja, Freunde, der zweite Teil der Technik musste leider ausfallen. Wir haben die Treppe nicht gefunden. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine andere Location aufzusuchen. Und ja, wie ihr seht, ein Riesenarsenal. Man ist auch nicht alleine. Und es soll eine alte Textilfabrik gewesen sein. Ja. Die haben uns nicht gesehen, ne? Doch. Ja? Aber egal. Mir auch. Macht einen vernünftigen Eindruck. Nicht gefilmt werden wollen müssen. Das sind, noch zwei. Aber ich werde die jetzt nicht filmen. Ich habe noch gar keinen. Doch, jetzt geht's los. Also bei mir ist immer noch der Hubert. Nachher werden wir noch zu einer anderen Location fahren. Dann treffen wir noch jemanden, den ich noch nicht kenne. Hi Leute, es geht gleich los. Wir warten jetzt noch eben, bis die Zuschauerzahlen sich ein bisschen erhöht haben. Und hoffentlich bleibt das Internet jetzt endlich mal stabil. So, die Kinder sind weg. Jetzt können wir weiter filmen. Da reingekommen, das Tor ist doch zu. Das muss man jetzt auch nicht verstehen. Ne? Die können vielleicht besser klettern wie wir. Ja, ich kletter ja auch, aber ich kletter nicht grundsätzlich. So Leute, es geht sofort los. Wir starten sofort in die Zoll. Wir müssen nur mal eben noch hier eine Einladung verschicken. Ja, hier sind auch noch andere. Ja, wir sind hier im Ruhrgebiet, ne? Ja, die Kinder klettern drüber. Ja. Die sind ja auch ein bisschen schlanker wie wir. Die sind ja auch ein bisschen schlanker wie wir. Ach ja, genau, stimmt, ja. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Rechts rein? Oder nee, links? Links, gut. So Leute, ich grüße euch. Wir sind hier in einer verlassenen Textilfabrik in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gewesen. Wir starten. Hier waren wir wohl nicht alleine hier. In einer super Location. Mit viel Graffiti. So, ich hoffe, dass ihr Empfang diesmal stabil bleibt. Meine Güte. So Leute, guckt euch das an. Das ist die Empfangshalle, nehme ich mal an. So ist es. Ort ist das nicht bekannt geblieben. So. Wer die Location erkennt, keine Angabe im Chat, sonst gibt es eine Stummschaltung. Ist das? Hallo. Moin. Eine absolut geile Location. Heute sind wir auch nicht alleine. Ich muss jetzt mal eben den die Kamera weghalten, hier kommt jemand runter, der will nicht gefilmt werden. Ich bin doch mal Pech gehabt. Ich folge dir. Eine Megaputze. Als Länder hätten sie aber dran lassen können, ne? Weil ihr seht hier Leute, die langsam. Ja, in meinem Alter kann das schon mal passieren. Sonst segelst du nach unten. Hallo. Ja, da kann man schon mal ausrutschen. Ne? Thank you.
Alles immer gut gegangen. Ich gehe wieder runter. So. Aber das ist eine absolut geile Location, Leute. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Nichts. So, jetzt lagen wir mal den Blick nach draußen. Hallo. Das ist ein Massensammelpunkt hier. Bitte? Massensammelpunkt hier. Ja, ja, klar. Das wäre ich auch nicht hier. Juhu! Ich bin hier unten. Ja. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Michael? Ja? Was hältst du davon, wenn wir nach Spazieren auf Stadt machen? Oh, nicht unbedingt. Ist nichts Gefährliches. Kannst du am Treppenhaus rausbleiben und dann filmen. Achso, ja gut. Wenn du mich weitergehen willst. Hier ist ein schönes Treppenhaus. Hier geht es direkt nach oben. Ja. Das war übrigens, ich war ja schon mal hier, das letzte Mal noch nicht. Ja. Weil ich gehe jetzt mal mit euch aufs Dach, Leute. Man will ja auch das liebe Dach bewundern. Aber erstmal hier die erste Etage, Leute. Guckt euch das an. Mega. Und schon wieder kein Empfang, warum auch immer. Ich hab das Gefühl langsam, ne? dass TikTok mich ärgern will. Genau, ich bin in einer verlassenen Textilfabrik in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Ja, dann folgen wir mal dem Robert. Mal gucken, wo es hochgeht. Michael, Kopf einziehen. Ja, ich hab schon. Was hast du gemerkt? Hier ist das Dach, Leute. Ich guck das mal an. Eine absolut geile Location von oben. Wenn du bis hier kannst du ja gehen. Wenn ja, aber das ist ja. Ja, pass ein bisschen auf dem Dach, ne? Bleib hier in der Mitte nicht weitergehen. Jo. Also ich bin das letzte Mal hier.
Gesehen. Wahrscheinlich ist es ganz angenehm hier oben. Ja, ne? Ja, das ist schön, ne? Ja, jetzt wieder Kopf einziehen, angesagt hier. Krabbeln und Kopf einziehen. Ich bin für Lost Place zu groß. Ich muss nur krabbeln und kriechen. Kriechen und krabbeln. Aber da müsste man nicht alles drauf. Hier, das Geländer ist im Arsch, Leute. Guckt euch das mal an. Die Krawallmacher waren wieder da. Absolut. Und was sagst du? Cool, ne? Geil. Ja, wir gehen jetzt rüber in die Produktionsstätte und mal schauen. Obwohl, warte mal, ich glaube, wir können auch da durch. Ja, richtig, da braucht man nicht ausgehen. Da sind sehr viele Glasplatten. Kabeldiebe waren auch schon da. So Leute, herzlich willkommen in der verlassenen Textilfabrik in Nordrhein-Westfalen. Ihr kennt das ja schon, der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. So. Ich glaube, hier sind die Sanitäranlagen gewesen. Ja, die Graffitis, die so sieht man selten. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Ort erkennt, bitte nicht in den Chat schreiben. Ich gehe mal eben hier rein. Überall Glas, 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 Glas. Jetzt könnt ihr nicht so. Abonnieren und nicht vergessen, die Glocke abzuhören. Gehen wir mal ein Stockwerk höher. Diese Fabrik ist riesengroß. Ist das hier mächtig? Deswegen bin ich hier, wegen dieser Graffitis. Wenn es auch noch ein schönes ist.
Seht mal, Freunde. Na, das Zoomen funktioniert halt nicht. Das ist immer ein schönes. Ja. Ja, sieht selber aus, sind die Umkleideräume. Ich ziehe ich glaube, hier kann man tagelang rumlaufen, man hat noch nicht alles gesehen. Ich bin hier, irgendwo. Ja, das ist ja auch mega. Könnt ihr sehen? Ja, ich hoffe. Das ist ja schön. Wir müssen gerade vom Augen mit den Leuten quatschen. Hast du gesehen, hinten in der Halle? Da sind drei Graffiti-Sprüher. Die machen wieder ein paar schöne Bilder, die wollen aber nicht gefilmt werden. Mhm. Das macht nichts, dann gucken wir das nächste Mal. Aber die geben sich tatsächlich Mühe, weil ich da jetzt gerade gesehen habe, war schon echt geil. Hier sind schon eine Menge tolle Sachen. Ja, das sind die ja, die machen das ja. Ich erkenne das ja, ich weiß ja, was die machen. Na, aber wenn die nicht gefilmt werden wollen, dann respektiere ich das. Und ich habe da auch was Verständnis, nur man weiß ja leider nicht. Wer das alles guckt, ne? Mhm. Der Michael hier, das ist der Michael von Lost Place Antwerpen, den findet ihr auch wieder auf TikTok, den könnt ihr gerne mal folgen. Der macht auch Lost Place. Das haben wir schon. Ja, wie ihr hört, sind wir direkt an der Autobahn. Ja, gehen wir wieder runter.
ja, halbe Stunde Fahrzeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Mhm. Im Anschluss hier dran fahren wir weiter, circa eine halbe Stunde von hier, zu einer alten Backwerkfabrik, Backwarenfabrik. Und das Ding soll auch riesig sein, 4 Etagen hoch, mehrere Produktionsstraßen. Die Backwaren haben wir alle gegessen. Ihr kennt sie alle, aber mehr werde ich nicht verraten, auch die Location noch nicht verraten. Komm nach. Gerne, danke. Ja. Danke zurück. Ja, ich hab jetzt hier auch alles. Ja, das ist sehr schick. So, jetzt gehen wir in die nächste, in eine andere Halle. Die sehen alle irgendwie gleich aus, ne? Nein. Ich wollte es nochmal eben. Aber ich kann nicht näher, weil da hinten sind die Graffiti-Künstler. Die wollen nicht gefilmt werden. Ja. Und eben den Blick nach draußen. Wir hatten das eins nur. Ich komme nach. So Leute, wir starten jetzt in die Vollen. Ich muss wieder Treppen steigen und ihr wisst ja, wie ich das liebe, vor allen Dingen, wenn es immer höher geht. Schöne dicke Feuerschutztüren. Viel Zerstörung zu sehen von den ganzen Betroffenen, die auch schon da waren. Nein, bitte.
Unfassbar sowas. Boah, hier sind wir mächtig Randale. So, ja, ich komme nach. So, ich muss jetzt mal einen Cut machen. So, sind wir ganz oben angekommen. Bisschen schwierig hier. Materialaufzug ist das. Materialaufzug hier, oder? Ne? Konnte ja, man sich ja damals bestimmt auch das Mittagessen hochfahren lassen. Ne? Auch. Ja, ja. Ich hab Hunger. Schön Bier. Ja, wie man sieht, sind zwei weitere Lost Placer. Ich hoffe, die haben sie nicht gesehen. Ich bin auch dabei. Bist schon dabei? Jo. Ach ja, da kommt. Ich falle aber jetzt langsam. Das war jetzt das Boot im Geschäftshaus. Ja, aber tatsächlich habe ich heute Hunger. Ich habe heute nicht gefrühstückt. Ich bin heute schlecht gelaunt deswegen. Nein, Spaß, Leute. Dauert diese Kriecher und Kletterei hier. Das ist nichts für mich. Das macht mich bekloppt. Naja, das sind nicht die drei, die am Sprühen sind. Wir sollen aufpassen, dass wir die nicht ins Bild kriegen. Mhm. Deshalb halte ich einfach mal kurz jetzt einmal da rein die Seite. Wir brauchen hier richtig schöne kleine Sachen. Das finde ich gut. Leute, ich bin nämlich tatsächlich auf der Meinung, dieser Sachen ist wunderschön, als diese ständige Zerstörung hier. Ja, da sage ich absolut klar, deswegen. Das ist echt gefährlich, die laufen auch auf, ja, den, das auf den Stellen des Dach rum, die nicht ist wieder dunkel. Komplett gesehen. Ich werde auf jeden Fall noch mal wiederkommen und euch den Keller präsentieren, weil wir werden nämlich jetzt hier an dieser Stelle das Live beenden, weil wir müssen jetzt in die nächste Location, damit wir dort in einer Stunde mit euch live gehen können. So gegen 15 Uhr, kurz nach 15 Uhr, bin ich wieder da, aus einer noch viel Das war's jetzt hier von der Textilfabrik. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
bis jetzt weiter. Wir werden erwartet, treffen da eine andere Person, wahrscheinlich die Nicole. Und dann werden wir zu einer Backwarenfabrik fahren. Macht es gut, bis dann, ciao.